Mein nächster Gast ist dann mein letzter für heute. Und das ist einer, der die Komik hier hineintragen wird ins alte E-Werk nach Baden-Baden. Nächste Woche ist eine große Sendung im ARD-Fernsehen über die besten deutschen Komiker. Da ist er natürlich mit dabei. Ich freue mich auf den Mann, der trotz dieser krächzenden Stimme Karriere gemacht hat. Perpetuum mobile, Spaghetti al dente, amore mio, Mafia pensione, molto va bene, tutti paletti, Lambrusco vino, Gorgonzola. Gorgonzola. Freuen Sie sich mit mir auf Karl Dall. Karl, bitte nimm Platz. Karl, Premiere. Irgendeiner hat gesagt, du willst unbedingt einen Schluck Rotwein. Rotwein. Ja, man sieht aber im Fernsehen nicht, wenn das eine billige Brühe ist. Aber ich muss sagen, ich habe den schon gerade vorgekostet. Und ein wirklich netter Sohn, den ich noch kenne, als er so war. Ja. Ja. Damals war ja die Diskussion, wer ist der Vater? Jetzt können wir das dem Schwarzenegger in die Schuhe schieben. Ja. Und der hat mir gerade einen sehr guten Rotwein. Ich bin nicht umsonst so alt geworden, wenn ich so einen Mist getrunken hätte wie andere. Also jetzt pass auf, du mit deinem Altwerden. Im Moment kokettierst du da ja etwas. Zum 60. Geburtstag hat die ARD mit dir ein Riesenfest gemacht und eine Riesensendung gemacht. Und beim 70. bist du einfach abgehauen. Ja, weil ich habe das nicht mehr ausgehalten, wenn man also selbst den eigenen körperlichen Verfall so mitbekommt. Außerdem wird man auch alt geschrieben. Ich bin abgehauen, 10.000 oder 15.000 Kilometer nach Hawaii. Mit meiner Familie, das war auch anstrengend genug, das ist ein Enkelkind von 3,5 Jahren. Was bringt das denn, ob ich nun mit 20 Leuten, 200 oder mit 2000 Leuten oder über Facebook mit 20.000 zum Beispiel feiere? Ja? Und ich bin glücklich, dass es diesmal so gelaufen ist. Als du aufgewacht bist, als 70-Jähriger, wacht man dann auf und sagt, scheiße, jetzt bin ich 70? Oder wacht man dann auf und sagt, ich habe gar nichts gemerkt. Man muss davon ausgehen, dass wir auf Hawaii einen Zeitunterschied von 11 Stunden hatten. Da bin ich nicht aufgewacht. Das war schon mittags um 1 Uhr. Da haben wir also 24 Stunden und noch mal 11 Stunden zugefeiert. Das sind 35 Stunden habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Ja, oh, da muss man aber wirklich eine scharfe Leber haben. Und die ist auch ein bisschen problematisch, die dann hinterher meinetwegen als Organspender eintragen zu lassen. Ja. Du hast nie so viel getrunken. Komm, ja, ja. Zum Wohl erstmal. Zum Wohl. Also nachträglich darf man gratulieren, nur nicht im Vorhinein. Nachträglich noch alles Gute. Karl Dall, zum Wohl. Der Applaus ist freundlich, klingt aber auch ein bisschen nach Mitleid. Ja? Aber seitdem Juppie Hees das immer noch auf der Bühne steht, haben wir ganz andere Maßstäbe. Das Rentenalter wird, das haben wir ja schon selbst praktiziert. Du sitzt immer noch hier, ich sitze immer noch hier. Wir waren alle schon 65. Das heißt, wir haben es ja vorgemacht. Ja, und du wirst heute noch täglich gefragt. Jeden Tag, ich habe bei dir angerufen, kannst du zu mir in die Sendung kommen? Hast du gesagt, ja, Moment, da nicht, da nicht, da nicht. Du bist ausgebucht. Ja, wenn ich alles annehmen würde, dann wäre ich auch so weit runter wie manche Kollegen. Ja, also im Dschungel bist du ja nicht gegangen. Nee, aber ich habe das ein Angebot gekriegt, ruft dein Sohn. Die Alm, da soll ich 14 Tage auf die Alpen gehen. Ja. Irgendein Privatsender. Und da rummelken mit irgendwelchen Tanten, wenn das dieselben sind, mit denen ich vor 30 Jahren mal einen Kinofilm gedreht habe, dann sowieso nicht. Ja. Und da wird natürlich Zoff gesät. Das kann ich leider nicht machen. Auch ich habe ein Image zu verteidigen. Aber meinen schlechten Ruf bin ich schon lange los. Apropos schlechten Ruf. Du hast mal einen Film gedreht, das war so eine Art Softporno. Das war der schlechteste Film, den du gedreht hast, aber du sagst, es war dein erfolgreichster. Ja, Porno war das nicht. Das waren also diese lustigen Filme Anfang der 80er Jahre. Ich kann dazu stehen. Ich kann sagen, das war Sunshine Raggi auf Ibiza. Der ist pausenlos gesendet worden.
Der hat mir nicht geschadet, obwohl der Film eigentlich, naja, so haarscharf am Oscar vorbeigeschrammt war. Aber ich habe auch Kunst gemacht und darüber redet keine Sau. Zum Beispiel? Ich habe Kurzfilme gedreht, die haben besonders wertvoll bekommen. Keiner will es wissen. Quartett im Bett hat den Ernst-Lubitsch-Preis bekommen mit den Instaburgs und den Jakobs-Diss. Das will keiner hören. Die Leute wollen immer, wo man angreifbar ist, ja, wo die Karies ist, da wollen sie ran, da wollen sie ran. Aber ich kann gut damit leben. Ich war damals nicht jung und brauchte Geld. Ich war schon alt und hatte Geld genug und habe die Filme trotzdem gemacht. Ja. Aber Quartett im Bett war doch kein Kurzfilm bei dir. Nein, das war ein langer Film, aber der war nicht so erfolgreich. Schwarz-Weiß noch und 68er in Berlin. Das war schon eine politische Sache damals. Ja. Wie lange haben deine Eltern eigentlich gebraucht, um zu verwinden, dass du so ein schlechter Schüler bist? Deine Eltern waren Lehrer, dein Vater war ein Oberlehrer sogar. Das Schlimmste überhaupt, wenn die Eltern Lehrer sind und beliebt selbst in der Schule. Und können mit den eigenen Kindern nicht umgehen. Mein Vater, das die größte Schmach war, als ich in der 8. oder in der 9. Klasse sitzen geblieben war. In der Stadt, wo mein Vater auch Lehrer war, aber nicht an der Schule. Mein Vater war aber Sonderschullehrer. Dann hatten alle schon sich gefreut, die Nachbarn, dass ich jetzt zu ihm in die Schule komme. Das war damals Pestalozzi oder Dovenschule, nannte man die. Also das war unterhalb der Hauptschule, sowas gab es auch, das gibt es immer noch. Da das war ich in Ostfriesland? In Leer-Ostfriesland. Ja. In Emmen bin ich geboren. Ich bin 7 Jahre älter als Otto Waalkes, aber wir waren später in einer Klasse. Ja. Emmen ist sowieso so ein Nest, da kommen sie alle her. Ja? Henry Nannen, Wolfgang Petersen, der berühmte Regisseur. Balkes, Dall, Eva Herrmann auch. Ja, und so weiter. Das scheint ein wirklich gutes Nest ja zu sein. Da gibt es auch ein sehr schönes Museum. Ja. Das Kunstmuseum auch von Henry Nann. Von Henry Nann. Und ja, auch mit den Kindern angeschlossen, Kindermalschule und so. Oh, du bist ja gebildet. Ja. Obwohl, du warst ja noch nie da oben, nicht? Doch. Das warst du schon mal. Hm? Du kommst von den ganzen Kollegen, mit denen du Filme gemacht hast und die Menschen unterhalten hast. Wer liegt dir besonders nah am Herzen? Mike Krüger, Otto, Hans Albers? Hans Albers, mit dem habe ich ja keine Filme gemacht. Der hat ja im Grunde meine Lieder schon 70 Jahre vorher gesungen. Ja. Mike Krüger ist ein guter Freund, Otto Waalkes auch. Kann ich jederzeit anrufen. Ja? Die wenden sich angeekelt ab. Nein, auch Jürgen von der Lippe, der macht jetzt mal wieder eine Sendung. Da bin ich auch in der ersten Sendung mit drin. So lernt man die wieder kennen, so trifft man sich wieder. Wir benutzen dann die Jobs auch. Deswegen habe ich heute ja auch zugesagt, damit ich dich mal wieder treffe. Übrigens steht mir ein warmes Abendessen zur Verfügung. Gesetzlich habe ich das im Vertrag, dass ich ein warmes Abendessen bekomme. Du kriegst ein warmes Abendessen und du darfst auch noch das Dessert dir einpacken lassen für dein Enkelkind. Das ist aber wirklich sehr großzügig, so kenne ich dich ja gar nicht. Ja. Sag mal, stimmt es, dass du es nicht gerne hast, wenn dein Enkelkind dich Opa nennt? Es ist so, ich sage, ich heiße Karl. Ich heiße ja nicht Opa Dall, sondern Karl. Denn diesen Titel Opa, den hat mir ja keiner verliehen. Und die Kleine ist 3,5, spricht also halb Deutsch, halb Englisch, ist gerade noch in Deutschland. Da sage ich, mein Name ist not Opa, mein Name ist Karl. Und da ruft sie immer, Opa, ja. Okay, es ist ein Spiel, das Ganze, nicht? Und, aber das Wort Opa macht einen doch alt, nicht? Wenn aber hast du irgendwann denn mal Opa wirst du das selbst so empfinden? Ich bin schon zweimal Opa. Echt? Meine Enkelkinder sind älter als deins. Ich habe schon eine 13-jährige Enkeltochter. Oh Gott, ja, ja. Hast du schon mit 12 angefangen? Sag mal, zu deinem Töchterchen gesprochen. Ja. Die ist ja in unserer Branche gelandet, zumindest arbeitet sie vor Kameras. Sie ist eine sogenannte Stuntfrau und ja, die macht die verrücktesten Sachen. Die springt von einem Hochhaus in einen Pappkarton. Ja, nicht ganz so ist. Die sind also abgesichert. Die ist ja schon seit 14 Jahren ausgewandert, glücklich verheiratet und, wenn man so will, auch Kanadierin oder Deutsche. Die hat beide Pässe, ganz offiziell. Und sie dreht manchmal so scharfe Sachen. Und da muss ich eins sagen, ich war zweimal beim Drehen dabei, so witzig war das nicht. Aber das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, weil sie ja auch nicht jünger wird und sie sich um das Kind gekümmert hat. Dann haben die auch sehr gute Verträge zum Beispiel in Nordamerika. Wenn da also so ein Stunt wiederholt wird in einem Film oder in der Fernsehshow oder in einem Feature, das sind quasi diese Filme, die überall in der Welt laufen, da gibt es auch noch mal ein neues Buyout. Ja, das ist nicht mit einmal. Das ist nicht so wie hier. Ich mache hier den Affen und danach
sehe ich überhaupt nichts mehr. Du kannst das noch in 30 Jahren weitersenden. Ja, nein. So kriegen die, die haben sehr gute Verträge da, die Amerikaner, überhaupt der Hollywood-Film. Und Hollywood dreht sehr viel in Vancouver. Und es ist ja nicht nur so, dass sie vom Dach springen, sondern sie dubelt auch zum Beispiel Schauspielerinnen, die ihre gleiche Größe haben, die zu teuer sind, meinetwegen Auto zu fahren. Also jetzt nicht nur gefährliche Sachen. Das macht sie sehr gut. Sag mal, wenn du durch die Landschaft gehst mit deinem Gesicht, dann... Danke, dass du Gesicht gesagt hast. Dann wirst du doch an jeder Ecke erkannt. Geht es dir eigentlich auf den Geist, wenn man dich anfasst? Oder eigentlich sagst du... nicht. Guck mal, ich habe zufällig... von heute damit doch meine, das bringt 30%, erkennt mich keine Sau. Also 30%, wenn 100 sagen, das ist Karl Dall, ja, sind es nur noch 70. Ja. Wenn du mir jetzt deine Perücke gibst, dann erkenne ich nur noch 25%. Ja? So siehst du eigentlich viel besser aus, schön braun. Gib mal her. Kann ich das Ding noch anbehalten? Du kannst so lange meine Perücke nehmen. Ja. Ja. So, ist das was für mich? Ja. Das Schlimme ist, Karl, ich sehe jetzt überhaupt nichts mehr. Okay, aber deswegen sprechen wir schnell über deine Frau. Von der wird so wenig erzählt und ich weiß, sie ist dein größter Glücksgriff. Sie hat dich immer machen lassen, was du willst, ist immer treu an deiner Seite und hat immer dafür gesorgt, dass du zu Hause absolute Ruhe hast. Die musst du doch auf Händen tragen. Ja, aber das macht man ja auch nicht jeden Tag. Denn ich bin jetzt im Herbst, manchmal ist das Totensonntag, 40 Jahre verheiratet, ja, mit ein und derselben Frau. Und letztens hat sie mich gefragt, Karl, was ist, wenn ich mal nicht mehr bin? Ja, nimmst du dir dann eine junge Polin, eine 23-Jährige? Da sage ich, aber Liebling, dafür musst du doch nicht sterben. Das war ein echter Karl Dall, so wie er leibt und lebt. Du hast gesagt, Pointe geht immer vor Familie. Ja, auch Freunde. Bei dir fällt mir im Moment nichts ein. Ja? Ich warte noch um Mitternacht auf ein schönes Essen mit dir und so weiter. Kloppen können wir uns ja dann noch hinterher in irgendeiner Ecke hier in Baden. Baden, waschen, waschen, duschen, duschen. Wie heißt der Ort? Sag mal, noch eine ganz andere Geschichte. Darf ich noch mal zwischen? Ich kann auch gut zuhören, wenn ich trinke. Ja, trink so viel du willst. Nun gibt es ja doch eine ganze Menge Menschen, die du verletzt hast in deinen Talkshows, wo du dich gefreut hast, wenn die aufgestanden sind und beleidigt rausgegangen sind. Naja, doch, da gibt es eine ganz berühmte Äußerung von dir, er soll mal schneller machen, dann hat man es schneller hinter sich, wenn er singt. Du meinst jetzt Roland Kaiser. Ja. Und Roland Kaiser, mit dem war ich nie über Kreuz, auch danach nicht. Aber das hat die Presse gerne so ein bisschen ausgenutzt und dann habe ich das auch gefallen lassen. Ich habe zu ihm gesagt, nun sing endlich dein Mist, dann haben wir es hinter uns. Ja. Darüber konnte er lachen, aber irgendjemand, der war ja mehrfach in meiner Talkshow drin. Ich habe ihn letztens getroffen und der hat ja auch ein starkes gesundheitliches Problem. Auch das, was eben der weibliche Gast hier vor mir hatte, dass er mit einer neuen Lunge lebt. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen, wenn mir sowas passieren würde, wenn man da so ein Organ drin hat und der geht jetzt wieder auf Tournee. Und ich muss sagen, ziehe meinen Hut vor Roland Kaiser. Ich war nie böse mit ihm. Ich hätte ihm damals raten sollen, komm nicht zu mir. Ja? Dir braucht ihr das nicht raten, du bist sowieso nicht zu mir gekommen. Roland, ich sage dir jetzt, geh wieder zu ihm. Ich finde das nett, was du über Roland gesagt hast. Danke. Das war ein Gast. Ein Gast von 1000, die ich hatte. Ich habe ja getalkt ohne Ende. 10 Jahre lang 1000 Gäste gehabt und einer ist mal aufgestanden. Ich glaube, so viel hattest du auch. Du hast noch keine 1000 und ist noch keiner aufgestanden. Aber pass mal auf, wenn ich nächstes Mal komme, da gehe ich sofort entrüstet raus, ja? Weil die Bude ja auch so warm ist. Das ist ja heute warm hier unten in Süddeutschland, nicht? Ja, bei uns ist immer so warm. 50 Sonnentage mehr als du da oben. Dann bin ich manchmal lieber oben. Vor allem, wenn das so stickig wird. Nein, nein, ist so ein Baden-Baden hat schon was. Ich muss sagen, bin ja nach ein paar Jahren mal wieder da. Man freundet sich immer mehr mit dieser Stadt an. Ja, vor allen Dingen hast du hier so viele Erinnerungen an Verstehen Sie Spaß. Die auch Sendung wurde in Baden-Baden produziert. Zum Teil. Und mit Stuttgart Kurt Felix und Paola. Ja, und du, auch ihr die wart beiden. Zu dritt. Ja, wir machen ja jetzt, wir machen im Sommer jetzt eine Sendung, nochmal so ein Revival mit Kurt und Paola.
Und da freue ich mich riesig drauf und grüße hier auch mal, die waren ja letztens auch bei dir, habe ich gesehen, das war eine Schalte in die Wohnstube. Kurt, Paola, freut euch auf mich. Da und, grüßen wir gleich mit. Ja, und denkt dran, hier, sowas. Das funktioniert bei dir immer noch. Ja? Sag mal, wenn du jetzt irgendwo hinkommst, woran erinnert man dich eigentlich zuallererst, wenn man an deine großen Erfolge denkt? An Instaburg und Co. zum Beispiel? Die noch leben, an Instaburg, ja. Ja, von damals. Aber das werden ja auch weniger. Und welches war deine liebste Strophe? Meine liebste Strophe? Ja, Mensch, mit den ganzen Mädchen. Das, ja, das war Ingo. Ich liebte ein Mädchen in... Ingo hatte letzten Mal... Kann ich das erzählen? Nein, ich kann nicht. Doch, schon ganz spät. Nein. Dem ist nie was auf Hamburg eingefallen, nicht? Ja. Und da, ich habe mit Ingo vor ein paar Jahren noch mal ein Programm gemacht auf Hamburg. Hast du denn keine Strophe auf Hamburg? Sagt er, ja. Ich sagte, da musst du denen das genau erklären. 1961 war in Hamburg diese große Sturmflut, wo Helmut Schmidt noch die Bundeswehr benutzt hat. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern. Und dann sage ich, erklär das vorher. Und dann hat er gesagt, ich liebte ein Mädchen in Hamburg, der brach immer der Damm durch. Ja. Hat er nie wieder gesungen, der mir aufgefiffen. Wie viel Strophen hatte das Lied überhaupt? Ja, da hat er den weiter. Es war ja früher nur regional West-Berlin und dann machte die Mauer auf, dann war es Ost-Berlin, dann waren es die ganzen Oststädte, Weststädte und zum Schluss liebt er eben ein Mädchen auf dem Mars, das war's. Das ist ja, das ging ja so rund, ja. Ich habe auch übrigens einen Hit gehabt, Millionen Frauen lieben mich, heute schütte ich mich zu und diese Scheibe ist ein Hit. Die hat damals RTL, die hast du aufgelegt. Richtig. Ja, du hast mich unabhängig gemacht, du hast mich in der Hand. Du weißt zu viel von mir. Was macht eigentlich deine Liebe zu Kanada? Möchtest du da immer noch auswandern oder kommst du jetzt wieder zurück? Nein, ich will nie auswandern. Ich bin dort Tourist. Ich finde das so toll, einen Sommer lang am See zu sitzen, auf das Wasser zu gucken. Da sind Menschen, die mich nicht kennen. Da bin ich Franz Arsch oder wie auch immer. Und bin ich Karl Dall und die sind trotzdem freundlich zu mir. Ich brauche das wirklich. Ich muss nicht an jeder Ecke erkannt werden. Ich kann da gut mit umgehen, aber ich kann auch sehr gut damit umgehen, wenn ich also behandelt werde wie jedes normale Hausschwein. Und da du ja glücklicherweise ein ganz kleines bisschen älter bist als ich, kann ich ja von dir einiges lernen. Welches sind denn so die ersten Zipperleins, die man wirklich merkt? Wie viel Sendezeit haben wir denn? Komm mal. Also es geht erstmal da los, dass man, was man früher schnell gemacht hat, dauert jetzt die ganze Nacht. Aha. Gut. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Dann kommt hinzu, dass man, wenn man also püschern geht, auch oft überholt wird auf dem Klo. Ja. Dann muss man ein bisschen auf Herz-Kreislauf, deswegen trinke ich ja Rotwein. Und weil es ja gut ist gegen Infarkte und so weiter. Also ich lebe schon sehr gesund. Ja. Cholesterin, es gibt eine Margarine jetzt, die drückt den Cholesterinspiegel total weg. Ich habe heute nur Margarinebrot gegessen. Ich bin absolut cholesterinfrei. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist. Da gibt es jetzt Ärzte, die sagen, ein bisschen Cholesterin sollte schon sein. Aber meine Damen und Herren, das waren die Überlebenstipps mit Karl Dall. Meine Sendezeit ist zu Ende.